Bein einfach, Frauen gar nicht so zu diesem Home Run denken neigen. Lernen kann es jeder, aber mit dem ganz deutlichen Hinweis einfach, man muss bereit sein, den Weg zu gehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde. Ich weiß, es ist lange her, ich habe mich nicht gemeldet, aber ich sage ja immer, wenn ich mich melde, dann immer mit einem qualitativ hochwertigen Content. Und diesmal habe ich einer meiner Lieblings-Coaching-Schülerinnen dabei. Das ist die Anna. Bevor ich Aha. erzähle, liebe Anna, wer bist du überhaupt? Wer ist Anna? Was macht Anna? Wie ist Anna zur El Ali Holding gekommen? Vielleicht mal kurz zusammenfassen. Genau, also ich bin die Anna, bin 34 Jahre alt, aktuell noch in Salzburg und ich bin vor einem Jahr zur El Ali Holding gekommen über Instagram, Kenn ich. weil ich meinen Job gekündigt habe. Okay. Aber Genau. ich hoffe nicht wegen mir oder wegen dem Nee, Content. davor und habe Okay. dann, weil ich einfach gemerkt habe, dass das nicht mehr das ist, was ich im Leben machen möchte. Und habe dann den Rami eben auf Instagram kontaktiert und ja, bin Krass, dann. aber das war auch so ein Prozess, oder? Das war auch so ein, ich glaube, wir haben Ja. mal schon miteinander gesprochen, wo ich dir gesagt habe, Genau. hey, da gibt es gar keinen, guck mal, ich habe dir gesagt, verschwende da, glaube ich, gar nicht deine Zeit, lerne es richtig oder lass es. Genau. Und dann habe ich mich eben fürs Gruppencoaching entschieden und ich bin wirklich bei Zero gestartet. Also Ich ich erinnere wusste mich. einmal, was ein Metatrader ist oder irgendetwas. Aktivierungspaare, was sind, ja. Genau. Also ich kann mich noch Aber perfekt bemerken. daran erinnern, an den ersten Call, wo du dann gesagt hast, eben, wir sollen uns Metatrader installieren. Ich musste mir ein YouTube-Video anschauen, überhaupt, um zu sehen, wie ich das installiere Okay. und was das genau ist. Also ich bin wirklich von komplett null gestartet. Wobei das vielleicht rückblickend gar nicht so schlecht war eben, weil ich Warst du einfach. vorbelastet? Du Genau, warst ich hatte keine vorbelastet. Vorbelastung, sondern ich bin wirklich bei null gestartet. Ich glaube auch, es ist aber auch diese Tatsache gewesen, dass du hattest ein festes Ziel. Ich glaube, das ist der Grund, warum du auch so lange durchgehalten hast und vor allem auch erfolgreich durchgehalten hast. Ich glaube, viele Leute kommen halt mit falschen Zielsetzungen oder mit realitätsfernen Zielsetzungen. Warum? Weil Social Media erlaubt das ja. Also dieses fahre in 4 Wochen Lamborghini, ich übertreibe ja jetzt. Ja. Weißt du, was ich meine? Wir beide wissen, das ist ein Beruf, den muss man erlernen. Da gibt es irgendwie keine Abkürzung oder sonst was. Vielleicht dauert jetzt die Ausbildung nicht unbedingt 3 Jahre, aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, da würdest du mir ja zustimmen, wenn ich dir sagen würde, dass eine Ausbildung immer eine gewisse Zeit braucht, Absolut, um es zu können. weil ich das ist einfach für mich so wichtig und das möchte ich unbedingt auch nach außen tragen. Einfach, dass es so wichtig ist, dass man sich jemanden an die Seite nimmt, der einen unterstützen kann. Eben, ich habe dich an meiner Seite, der mir immer zur Verfügung gestanden hat, wenn ich irgendwelche Fragen habe, weil wir müssen ja aus dem Arbeitnehmerverhältnis zum Beispiel erstmal ein Unternehmer werden, dieses Unternehmerdenken bekommen, und halt. Es ist so wichtig im Trading, dass man jede Treppe geht. Dieses Gespräch hatten wir ja schon mal, So wichtig. über die Persönlichkeit, Ja. wie wichtig das ist. Also viele wollen ja immer, bei mir sind ja die ersten Sessions, da geht es gar nicht ums Trading, sondern da geht es erstmal überhaupt darum, was für eine Persönlichkeit hast du. Bist du eine Persönlichkeit, die jeden Fehler irgendwie auseinanderflicken muss und sich dann daran wirklich, wirklich komplett verliert oder komplett verliert? Oder bist du eine Person, die vernünftig versteht, Fehler gehören dazu, die müssen eingegangen werden? Genau. Weitermachen. Und ich glaube vielmehr, das ist eine Sache, die du gesagt hast und die finde ich sehr, sehr wichtig. Bevor du Trader werden oder Traderin werden kannst, musst du deine Persönlichkeit verändern. Weil du Ja. musst davon wegkommen, dieses Denken zu haben, mehr macht mehr. Ja, Genau. wenn ich mehr Stunden am Bildschirm verbringe, dann verdiene ich auch mehr. So, und bei Und dir hat dem sich, ist nicht so. und das ist ja nicht so, machen wir uns nichts vor. Du bist jetzt ein Jahr dabei, mit allen Höhen, Tiefen. Genau. Wäre für dich Ja. jetzt eine Sache, die du hast jetzt gesagt, okay, man sollte sich jemanden suchen, der das kann. Das ist jetzt eine Sache. Wobei ich sagen muss, man muss das nicht, macht aber meiner Meinung nach Sinn, doch eine Abkürzung, wenn man eine Abkürzung haben möchte. Schon, du kannst einen einfach vor solchen Sackgassen bewahren oder einfach sagen, hey, du läufst gerade Richtige Broker, wer in zahlt diese Richtung. aus? Ja. Genau. Dreh mal um.
Orientier dich wieder neu und lauf dann wieder weiter. So, ich finde, das Genau. ist super wichtig. Und du schöpfst einfach aus einem ganz anderen Erfahrungswert. Und wie du sagst, wie funktioniert die Auszahlung? Welcher Broker ist Ist empfehlen? vernünftig, was ist Vertrauenswürdig? realistisch, ja. Genau. Das sind schon so Sachen, wo ich sagen muss. Signalgeber, die 20 Signale am Tag anbieten. Man weiß dann halt, wie man mit solchen Sachen umgeht. Und man weiß halt, glaube ich, auch, Genau. man kann halt von Erfahrung profitieren. Man muss ja nicht die Ja. gleichen Fehler machen, die jemand schon für einen gemacht hat. Ich glaube, das ist Ja. nochmal wichtig. Du bist jetzt, wie gesagt, ein Jahr bei uns. Du hast alle Höhen und Tiefen mitgenommen. Genau. Wenn es jetzt drauf ankommt, wenn ich jetzt sagen würde, würdest du sagen, Trading ist für jedermann? Ich, ganz ehrlich, jetzt ohne irgendwas zu verschönern. Lernen kann es jeder, aber für mich ganz deutlich, also mit dem ganz deutlichen Hinweis einfach, man muss bereit sein, den Weg zu gehen. Komplett. Man braucht Durchhaltevermögen und man muss auch wirklich bereit sein, und das ist für mich wirklich so ein Master Key, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja, es sind solche Sachen wie, wir wissen zum Beispiel, Risikomanagement ist ein ganz schwieriges Thema, und diese Gier, die entsteht. Und die Gier entsteht, weil wir ein Mangeldenken zu Geld haben, weil das so kreiert wurde in uns. Ja, genau. Und wenn wir das Mangeldenken in uns auflösen und wissen, es ist genug da, dann ist die Gier besiegt. Und dadurch Du auch hast du auch. langsamer. Dann machst du langsamer, weil du weißt, es ist Genau. da. Du weißt, es ist genug da für mich. Ich kann morgen, ich kann am Wochenende, ich kann 24/7, wenn ich möchte. Ich brauche jetzt nicht den einen mega Home Run, wie wir es Home immer Run. nennen, sondern es ist ja jeden Tag Daran genug da. scheitern die meisten. Daran scheitern die meisten. Die meisten scheitern genau an diesem Denken. Dieses Denken zu sagen, ich brauche diesen dicken Trade, diesen großen Trade, der alles Genau. einholt. Also du sagst, okay, ich fasse kurz zusammen, du sagst, jeder kann es lernen, aber eigentlich findet die Entwicklung im Kopf statt. Ja. Du bist jetzt eine Frau in einer Szene, die sehr männerdominiert ist. Ja. Ich persönlich, du kennst ja meine Meinung dazu. Ich sage, Frauen sind die besseren Traderinnen. Was denkst du? Würdest du dem zustimmen? Was denkst du? Wenn wir Frauen haben in der Community, performen die Frauen bei uns besser als die Männer. Genau, weil einfach Frauen gar nicht so zu diesem Home Run Denken neigen. Oft sind wir, glaube ich, doch etwas Risiko, ja, bewusster, und machen nicht so, ja, all in. Es sitzen halt nun mal im, also ich so ungern ich es sage, weil ich sehr, sehr ungern so vergleiche, aber es sitzen nun mal im Casino und Trading hat schon manchmal so eine Ja. Casino-artige Geschichte hinter, also das heißt, so eine Form Casino, man kann das als Casino wahrnehmen oder Leute, die keine Ahnung haben, würden das als Casino wahrnehmen. Aber dadurch, dass es um Geld geht und Geld, um Verluste und um Gewinne geht, in unmittelbarer Zeitnähe, verwechseln das Männer gerne mal. Und in Casinos sitzen nicht hauptsächlich Frauen da drin, es sitzen hauptsächlich Männer. Und ich glaube, Ja. das ist halt so das Ding. Der Mann neigt halt zu diesem oder hat diesen Hang zum Spielen. Aber gut, du bist ja ein Paradebeispiel dafür, dass es auch Frauen können. Weil oftmals ist es ja so, dass viele denken, oh no, das ist eine männerdominierte Szene und nur Frauen, nur Männer können das. Ich bin ja anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass Frauen da besser sind. Du bestätigst das ja auch irgendwo von einer gewissen Art und Weise. Du bist jetzt funded. Du hast jetzt ein kapitalisiertes Konto, soweit ich informiert bin. Du machst Ja. auch mit privatem Geld, machst du auch etwas. Genau. Du zahlst dir bereits Geld aus. Das können wir ja auch hier einblenden. Man muss jetzt nicht Ja. um genaue Summen sprechen, aber wir blenden das hier gerne nochmal ein. Was denkst du, was braucht es, um gefundet zu sein oder um sich mit Privatgeld Geld auszuzahlen oder auch um Profite zu machen? Was denkst du, was ist so der Schlüssel? Weil vielen fehlt das ja. Viele kommen ja gar nicht so weit. Viele kommen nicht zur Absolut Auszahlung ist. und viele kommen ja auch nicht zu diesen gefundeten Konten. Was sagst du? Warum ist Anna gefundet? Warum kann es Anna und andere nicht? Warum kann Anna jetzt auch zum Beispiel sagen, hey, ich bin so sicher, dass ich auch sage, vielleicht ich wandere jetzt aus? Ja? Wie kommt das Genau. zustande? Das ist tatsächlich, weil ich wirklich, wie du gesagt hast, auch alle Höhen und Tiefen gegangen bin. Ich habe dann wirklich auch festgestellt und immer wieder reflektiert, warum ist mir jetzt der Fehler passiert? Also was ist in meinem Kopf vorgegangen? Und wir haben das alle. Und das ist auch ganz wichtig, finde ich, dass man das transparent einfach sagt, das gehört dazu. Es gehört dazu, auch mal zu verlieren. Es gehört dazu, einen Minustag zu haben, und jeder, der was anderes behauptet, sagt nicht die Wahrheit, Ja. weil
Man kann nicht gewinnen und auch diese Akzeptanz dafür zu entwickeln, okay, ich hatte heute einen Minustag und dann klappe ich den Laptop zu, sammle mich, reflektiere meinen Trade, warum, wieso, weshalb, um natürlich im Nachgang dann einfach festzustellen, okay, wo war ich zu schnell mit der Kerze? Habe ich nicht abgewartet, bis die Kerze abgeschlossen war? War ich voreilig? War es die Emotion? Also du Einfach. machst eine klare Fehleranalyse. Also du sagst im Endeffekt, du kannst Genau. gefundeten Konten ja im Endeffekt nur kriegen, wenn du so eine klare Fehleranalyse machst. Ja, wenn man immer wieder sich selbst reflektiert, weil nur kann man wachsen und die Fehler sind auch super, super wichtig, weil die brauchen wir, um zu wachsen. Ohne Herausforderungen, ohne diese Fehler bleiben wir ja stehen. Ich Und bin das ist ehrlich zu dir, unglaublich ich bin wirklich wichtig. sehr, sehr beeindruckt. Du bist halt einfach so ein Paradebeispiel wieder dafür, dass ich fasse das einfach mal zusammen, dass man viel Zeit dafür braucht. Man braucht viel Selbstreflexion. Und das sind ja Dinge, die du nicht unbedingt, also diese Geduld zu haben, ein Skill zu erlernen oder eine Fähigkeit zu erlernen, ist ja auch nicht auch unbedingt das, was du ja beigebracht bekommst. Sondern du bekommst beigebracht, ey, Achtung, wenn du mehrere Fehler machst in irgendeiner Disziplin, bist du raus. Dann bist du nicht gut genug. Und ich glaube, das müssen viele Leute lernen im Trading. Fehler sind in Ordnung, sie gehören dazu, sowohl Und sie Gewinne sind wichtig. als auch. Natürlich, ja, natürlich. Sie sind wichtig und vor Ja. allem, was ich halt einfach auch festgestellt habe durch Social Media und so weiter und so fort, Menschen sind schadenfroh. Das heißt, die wollen tendenziell oder ziehen sich aufgrund deiner Fehler auf. Wobei ich immer sage, hey, wenn du gerne Kritik äußern möchtest oder auf Fehler aufmerksam machen möchtest, sei im Spielfeld. Wenn du nicht im Spielfeld Ja, bist und definitiv. auf der Ersatzbank irgendwie sitzt oder am Spielfeldrand und du möchtest dem Ronaldo in einer Kneipe gerne beibringen, wie er Fußball spielen soll, aber du sitzt selber auf einem Kneipenstuhl, finde ich ein bisschen schwierig, ja? Und so ist es halt auch beim Trading. Du musst dich dem stellen. Ich glaube, du hast dich dem gestellt, ein Jahr lang mit allen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, du bist immer noch nicht angekommen, weil ich glaube, du wirst auch immer noch Fehler machen. Aber ich sage, irgendwann mal kommt dieser Punkt, wo du das so gemastert hast, sodass die Fehler gar nicht mehr auffallen. Ich glaube, du bist schon an diesem Punkt, aber ich glaube nicht, dass diese ausmerzbar sind. Ich glaube, die mache ich, die machst du, die gehören dazu. Genau, die Worauf gehören ich aber dazu. wirklich stolz bin, wirklich sagen zu können, ist einfach, du bist an einem Punkt gekommen, wo ich sagen kann, ich kann stolz sagen, ey, die Dame hat bei mir gelernt, die hat es verstanden und die kann jetzt theoretisch gesehen von überall aus der Welt Geld verdienen. Soweit, dass du ja selber auch Ja. entschieden hast, also nicht natürlich nicht nur durchs Trading, sondern unter anderem durchs Trading, dass du auswanderst. Und Genau. das ist einfach ein krasser Schritt. Ja? Und Ja. ich finde auch diese Entwicklung schön, weil diese Gespräche hatten wir ja gar nicht am Anfang, sondern diese Gespräche sind ja dadurch entstanden, dass du dich selbst reflektiert hast. Wir beide sind ja einer Meinung. Und die Meinung ist nun mal, dass wir gesagt haben, Achtung, du kannst das Trading lernen, aber im Endeffekt ist es die Persönlichkeit, die sich entwickeln muss, um das Ja. Trading dann zu beherrschen. Weil wie viele Leute lernen bei uns, aber können sie dann am Ende das so performen? Nein. Und ich finde, da muss man auch ehrlich sein. Generell Unternehmertum, glaube ich, ist unabhängig vom Trading oder nicht, ist nicht jedermanns Sache. Ich glaube, da muss viel im Kopf passieren, Genau, damit. man muss wirklich bereit sein, sich zu entwickeln, also seinen Kopf, seine Persönlichkeit wirklich sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und da reinzugehen und wirklich, ja, auch diese Schmerzpunkte sich anzuschauen und zu sagen, okay, Oh, triggert mich denn das? Warum muss ich jetzt diesen Home Run unbedingt machen? Ja, Dann ey, glaubst es entsteht nicht? aber diese Kontinuität und die ist für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man sich selbst überlegt, will ich ein One-Hit-Wonder sein und einmal an fünfstelligen Trade machen oder möchte ich kontinuierlich Ja. auch mein Geld verdienen? Genau so ist es. Und das ist genau das, was ich immer wieder empfehle. Ich sage nicht, dass diese enormen Summen nicht zu verdienen sind. Natürlich. Wir haben es schon ein paar Mal vorgemacht, aber ist das der Standard? Nein, er ist nicht der Standard, sondern der Standard ist, dass du konstant Tag für Tag deine Verluste und deine Gewinne machst und am Ende des Tages müssen die Gewinne überwiegen. Und wenn du den Skill vernünftig gelernt hast und wenn du die Geduld hast und wenn du wegkommst von diesem ich nenne das ja Arbeitnehmersyndrom, dieses mehr macht mehr Überstunden, mehr Genau. Computer, mehr. Nein, sondern das Trading, du sollst weniger machen, sollst aber richtige Sachen machen und dann natürlich diese gewisse, und dann
To be on the point when it's necessary. Also wirklich dann genau dann da zu sein, wenn es nötig ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz vielen da draußen. Aber, liebe Anna, was soll ich dir sagen? Ich bin mega stolz, einfach dich dabei zu haben, diese ganze Reise begleitet zu haben, von null bis zum gefundeten Konten bis hin zu den Auszahlungen, die wir auch hier einblenden, falls jetzt der ein oder andere Spinner kommt und wieder sagt, wir denken uns das aus. Ich wünsche dir bei deiner Auswanderung nur das Beste. Ich wünsche dir und deiner Familie wirklich alles Gute, dass das alles klappt. Und vor allem wünsche ich mir, dass du auch dabei bleibst. Ich wünsche mir, dass du dabei bleibst, Mehrwert kreierst und vor allem eventuell auch irgendwann mal dein eigenes Geschäft draus machst, weil Wissen kann man weitergeben, vor allem, wenn man es dann irgendwann mal vormacht. Und in deinem Fall sehe ich das so. Ich sehe das definitiv so, dass du jemand bist, der sich so entwickelt hat, der auch einen Mentor spielen kann oder Mentoren besser gesagt spielen kann. Und das beeindruckt mich. Das sage ich nicht zu jedem. Ich denke, du hast da diese Gabe, vor allem, weil du gezeigt hast, dass du durch diese Höhen und Tiefen gehen kannst. Und das kann nun mal nicht jeder. Und das gehört nun mal dazu. Liebe Anna, ich bedanke mich für dieses Interview. Wenn es Fragen gibt, liebe Freunde, in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch dieses kurze Interview gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren. Es gibt demnächst wieder mehr Content. Und wir hören uns das nächste Mal.